Guten Abend! Und die Ursache für dieses Programm ist unser Bühnenjubiläum. Ja, du meine Güte. 20 Jahre Wolf und Leuch. Das hat Folgen. Sogar pathologische. Wir leiden sozusagen unter akutem Sprechreiz. Ja. Das ist ganz schlimm, das ist unkontrollierbar. Das platzt raus und das kann peinlich werden, sage ich Ihnen. Neulich habe ich auf einer Feier den Blumenstrauß über die Schulter geworfen und gerufen, wer ihn fängt, ist der Nächste. Was, du hast geheiratet? Ich war auf einer Beerdigung. Stell dir vor, wir gehen mit 95 in Frührente und wohnen dann mit gleichgealterten Künstlern in einer Villa. In der Toskana. Oh ja. Ja. Und statt Tanztee und Herbstbasteln gibt es dann einen Künstler-Singkreis. Oh ja. GSGS. Wie? Geriatrie sucht den grauen Star. Rammstein singt. Du liegst am Boden, deine Knochen gebrochen, mit Oberschenkelhalsbruch. Schmerz! Oberschenkelhalsbruch. Schmerz! Verdammt lang her, verdammt lang, ja, ja, ja. Verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang. Das Moment hier, das Gebiss. Das Gebiss. Ich sag dir, das ist der Fluch der Keramik. Das hab ich ja auch günstiger gekriegt. Das hat früher mal der Inge Meisel gehört. Schön, diese Ruhe hier im Wald. Beate sah so umwerfend aus in ihrem roten Kleid. Tja, jetzt ist sie weg. Ach, es gibt doch nichts Schöneres als den Anblick einer flüchtenden Sau mit hochgestelltem Pürzel. Ich hab's im Treppenhaus schon gehört. Da! Rammelnde Hasen! Da wusste ich gleich, wie der Hase läuft. Sie wollte einfach abhauen, musst du dir vorstellen, mit dieser alten Wildsau. Der passt doch höchstens zu ihrer Mutter, dieser Spinatwachtel. Wachteln! Sag mal, wie geht's eigentlich der Beate? Ich wohne so herrlich, es ist grün und nicht laut. Ich hab wenig Verkehr vor dem Haus. Ich selbst bin friedlich, tolerant und beliebt, komme fast ohne Konflikte aus. Doch betrete ich den Weg vor meiner Tür, dann werde ich schnell zum rasenden Tier. Und das hat einen plausiblen Grund. Des Deutschen Liebstes, sein treuer Hund. Wo ich zu Hause bin, führen alle ihre Hunde zum Kacken hin. Ich hab'n Hunde-Catwalk vor der Tür, willkommen an der Hunde-Côte d'Azur. Du lachst noch, ne? Aber ich sag euch eins. Na? Es gibt keine gesunden Menschen mehr, nur schlecht untersuchte. Na, hier bei dir habe ich vorhin schon gedacht, ne? Hier angehende offene TB. Na? Hier, Leute, neulich bin ich morgens aufgewacht, hier so gezittert. Dachte ich, super. Parkinson. Jetzt wirst du auch noch so ein Wackelkandidat. Dabei lag ich aber noch auf meinem Massagesessel. Oh. Ja, und die Bestattungen selbst werden ja auch immer abgefahren. Ja, da wird die Beseitigung zum Event. Und man sagt ja auch nicht mehr Friedhof. Nein. Man sagt heute Park der Ewigkeit. Eternity. Keep on swinging, don't start crying, keep on singing, when you're dying, come to us.
Eternity Pop. Kameraden! Und Frauen! Zur heutigen Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberniederberg e.V. heiße ich euch alle recht herzlich willkommen. Das letzte Jahr war ein Jahr, was ein schönes Jahr war. Weil es hat nämlich viel gebrannt. An dieser Stelle danke ich ganz besonders unserem ersten Wehrführer Hermann Förster. Er war immer der erste Mann am Platz und war meistens sogar schneller als wie das Feuer selbst. Unser Kamerad Förster, er lebe! Wir werden ihn morgen im Kittchen besuchen. Komm und tanz den Midlife-Samba-Samba. Oh, denn dein Verfallsdatum ist nah. Oh, dein Spiegel sagt dir's klipp und klar. Oh, du gehörst zu den Alten, überall Falten, du alter Sack. Zack. Ja, damals hat man ja noch die politisch Verantwortlichen ihrer Unverständlichkeit verstanden. Aber heute? Ja. Oder verstehen Sie noch die unverständlichen Verständnislosigkeiten? Ja, eben, das kann selbst Kabarett nicht leisten. Ja, eben. Und deswegen machen wir Comedy. Ja, Comedy ist sozusagen die Weiterentwicklung der humoristischen Note des Kabaretts. Ja. Ja, das hat uns sehr geholfen, denn wenn man das politische Geschehen heutzutage mal betrachtet, das kann man nur mit Humor ertragen. Ja, begreifen kann man sowieso nicht mehr, oder? Du willst dir gerade die Kugel geben. Da verhaftet dich die immer noch anwesende Kriminalpolizei. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Handschellen, Abtransport, U-Haft. Beim Hofrundgang. Es bleibt dir nichts erspart. Vor dir Klaus Zumwinkel. Hinter dir Peter Hartz. Neben dir die Topmanager von Siemens und Telekom. Deine Zellennachbarn sind die Schlecker-Erben. Ja, und heute ein Neuzugang. Haha, Bunga Bunga Berlusconi. Das ist doch Gammelfleisch von gestern. Das interessiert doch keinen mehr. Ja eben, genau, das ist ja das Problem. Verdrängung und Ignoranz. Irgendwann sitzen wir dann alle im Musikantenstadel, essen paniertes Gammelfleisch und schunkeln debil grinsend zu volksdümmlicher Musik. Schlachtermädel, Schlachtermädel, schön ist zwischen Wurst und Schweineschädel. Schlachtermädel, Schlachtermädel. Super! Bleib bei mir, denn ich liebe dich so sehr. Meine Damen und Herren, wir hören nun aus der Reihe Lesung zum Sonntag einen Ausschnitt aus dem Drehbuch zum Film Herbstblut. Es liest der Autor selbst. Komm, deine Chance. Tschakka. Erste Einstellung, ein Mann auf dem Motorrad. Wing, wing. Ich dachte mir, ich unterstütze dich ein bisschen schauspielerisch. Ja, gut. Ein Mann auf dem Motorrad. Wing, wing. Schnitt, totale auf den Himmel. Nur die Sichel des Mondes wirft ein fahles Licht durch die knochigen Baumkronen auf die beeindruckende Schöpfung der Natur. Ein Schwarm Vögel zieht vorbei. Eine Eule kreischt. Halbtotale, ein Feldhase. Schnitt, oh, schwenk auf den Turmschützen. Schnitt auf Julian. Plötzlich ein Pfeil. Schnitt. Julian und Romika rennen um ihr Leben. So wie sie es in ihrer Laufgruppe gelernt hatten. Madame, Monsieur, ich singe Ihnen nun einen Mix aus Blues und Chanson. Ich singe Ihnen nun eine Blouson. Oh, Chocolat.
Schokolade. Ich bin dein Sklave, du meine Domina. Toujours l'amour, ich sterbe ohne dich. Au revoir. Blue sans Schokolade. Darf ich mal fragen, wo klemmt's? Warum gehören Sie nicht zu den Reichen und Schönen? Ja. Das große Ziel der Menschheit und Sie haben es nicht erreicht. Fragen Sie sich nicht auch manchmal, verdammt nochmal, was mache ich eigentlich verkehrt? Ja, glauben Sie wirklich, es reicht, wenn man sich eine Krawatte umbindet, sich die Nägel lackiert und dem Chef hinten reinkriecht? Vergessen Sie es, da stecken schon so viele drin. Ja. Der Weg ist verstopft. Ja. Wir haben jetzt 21,15 Euro. Ui, so schnell vergeht die Zeit, ja. Der Zeiger rast. Ohne Tempolimit. Der Zeitfresser nagt. Der Zeitfresser jagt. Die Stechuhr sticht. Das Auge bricht. Wir wollen noch gemeinsam singen. Wunder gibt es immer wieder heute oder morgen. Schnell kann es geschehen. Schön ist es auf der Welt zu sein. Sag mir, quando, sag mir, wann. Ist ein Mann ein Mann? Oh, wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Moor, Stein und Eisen bricht, aber er gehört zu mir, hör immer zu mir. Er gehört zu mir für immer. Doch nun wird es Zeit,